also mein erster Eindruck, wo ich hergekommen bin, auf die Baustelle hier in Zermatt, war natürlich der große Respekt vor dem ganzen Projekt. Das Bauwerk, was die mittlerweile schon erstellt haben, das ist schon beeindruckend. Und du bist da halt der, der das ganze Ding in Betrieb setzen muss. Und die Aufgabe zu haben, ist ja irgendwie eine Ehre. Meine Aufgaben bei der Firma Leitner als Elektrotechniker bzw. Betriebssetzer sind erstens einmal Kontrolle der kompletten Verkabelung von der gesamten Anlage, dann natürlich alle Komponenten in Betrieb setzen, zum Teil auch gewisse Sachen programmieren. Dann ist natürlich unsere Aufgabe auch, das Personal einzuschulen, das heißt, sie müssen lernen, mit der Anlage umzugehen, die Steuerung kennenlernen, und das fällt natürlich auch in unseren Aufgabenbereich. Natürlich gibt es auch immer wieder Herausforderungen, die ein bisschen zehren. Nicht? Die Temperaturen, die man haben kann, oder die extreme Höhe als wie da. Und auch die Verantwortung, die man hat. Weil man bedient da eine große Bahn, da sind viele Menschen im Umlauf. Und natürlich muss man klar sein, dass man da eine große Verantwortung hat. Und das sollte man halt auch mitbringen. Wenn so ein Projekt zu Ende ist und ich da stehe und auf die Bahn schaue, wie sie fort und Leid befördert, ist ja ein riesen Erfolgserlebnis und ein Genugtuung, weil du ja da mitgewirkt hast und eigentlich ganz viel bewirkt hast, dass das alles läuft und dass es rechtzeitig läuft. Das heißt, das macht einen wirklich enorm stolz, das zu sehen.